Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Just Cause 3 Simulator. Bus-Simulator. Nein, was auch immer. Jedenfalls zu Just Cause 3. Wir werden jetzt diese Route hier fahren, die Route nämlich 536. Nenne ich sie jetzt einfach mal. So. Kommt da gerade ein Auto? Sieht so aus, als wäre alles frei. Ah! Oh. Wäre fast schief gelaufen. So. Wir fahren mal in die Richtung. Hey, was macht denn der? Der fährt einfach über... Nur weil ich hupe. Oder der da. Ei. Also liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich in diesem neuen lackierten Bus. Und vor uns gibt es einfach einen Schneckenfahrer, der ich hoffe, der hoffentlich auf die andere Spur wechselt. Und er ist leider doch nicht so klug. Ja, und nehmen uns hier... Ey, was machst du dir? Der wechselt einfach auf die Spur. Den Bus sieht man ja nicht. Der ist ja nicht groß, oder? Nee. Nee. Ich glaube, ich muss auf die Überholspur. Das ist vielleicht... der ungünstigste Moment, aber wir müssen den überholen. Ja. Blinker setzen kann ich leider nicht. Geht einfach davon aus, dass ich einen Blinker gesetzt habe. Genau, wir können uns auch von vorne ein bisschen sehen, aber ich kann auch die Kamera ganz drehen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier keine Ahnung von Autofahren haben. Geheimnis von, ja. Was machen die hier? Das ist gar nicht die Dreierspur. Hey, was zum... Wenn ich fahre, dann fahren sie in mich hinein und ich fahre hier im Bus, Mann, oh Mann. Also, liebe Gäste, hier in Medici, leider muss ich sagen, ja, es gibt hier eine Touristenfeindlichkeit in diesem Land. Habt ihr ja gerade gesehen. Ja. Hier fahren leider auch alle Leute so, wie sie wollen. Und nicht so, wie sie sollten. So, jetzt muss ich hier aber abdrehen. Oh. Da fährt er mich hinten rein und... Ach man, das gibt's doch nicht. Also liebe Leute, jetzt kommen wir an die Stelle, wo die Bergfahrt beginnt. Und da war einfach gerade noch eine Kuh. So, wir versuchen dieses Auto hier zu überholen. Ist vielleicht bei diesen kurvigen Strecke hier nicht unbedingt das Sinnvollste, aber was soll's. Ich hoffe, sie haben alle ein Billett gekauft. Ja. Boah. Den hätte ich natürlich sehen sollen, aber der ist ein bisschen zu schnell über die Straße gefahren. So. Jetzt muss ich eigentlich gar nicht auf das Gaspedal. Jetzt kann ich einfach so hier runterfahren. Ein bisschen abbremsen. Also immer wenn es so klingt, dann bremse ich eigentlich ab. So.
So, im Visier der Obrigkeit. Oh. Also ich finde diesen sogenannten Bus-Simulator hier einfach super. Ach, da wieder so ein Moped. Genau, Moped nennen die doch das auch. In Deutschland. Ey, was? Die können einfach wirklich nicht fahren. Wer hat denn das Ganze hier programmiert? Hier auf der rechten Seite sehen Sie die Revolution. Die Rebellen auf der linken Seite, beziehungsweise hier auf der linken. Ist ein Fahrzeug mit einem gefangenen Rebellen. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit, Rico. Kann ich ja. Du warst gut, aber ich war besser. Okay. Wir sind ja schon längst gekommen. Ah, ich muss da noch ein bisschen fahren, oder wie? So. Da ist ja niemand mehr drin. Egal. Ich nehme wieder den Bus. Hä, was zum? Die können wirklich nicht Auto fahren. Also, ihr seht ja auch welche. Ja, liebe Leute, das war der Bus-Simulator 2018. Und wir haben hier auch noch gerade ein Feuerwerk ansehen dürfen. Und wieso? Ich bin kein Mörder, bitteschön. Ich fahre hier noch mit einer Leiche drüber. Wirklich. So. Wir müssen also hier jetzt weiterfahren. Das war die erste Station, erste Haltestelle, sage ich mal. Vorhin da. Genau. Jetzt geht's auf. Nächste Haltestelle heißt Stützpunkt der Rebellen. Genau. Also falls Sie aufsteigen wollen oder Kaffee trinken wollen und ein Auto fährt hinten zu uns rein. Sie müssen hier ein bisschen weg. Das Sperrgebiet! Hier ist eine Ausgangssperre, ihr Trottel. Autsch. Au, 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 au. Was zum? Was ist denn hier passiert? So, meine lieben Busfahrer, Leute, Passagiere, das war die kleine Pause. Ich hoffe, Sie sind eingestiegen. So. Sie sollten hier nicht zu Fuß weiterlaufen. Was machen Sie hier, bitteschön? Ups. Wir nehmen die mit. Sie wollen nicht mitfahren? Das war Ihr Problem. Ist Ihr Problem. Jetzt, meine lieben Leute, haben wir ein paar neue Passagiere mitgenommen.
Und leider wurde gerade der letzte Passant noch überfahren. Naja, sie werden an der nächsten Haltestelle wieder rausgebracht. Hä, wieso kann ich nur so langsam fahren? Na toll. Egal, dann wurden sie halt abgesetzt. Pech. Ihr müsst einfach davon ausgehen, dass wir sie immer noch mit uns führen. Genau. So. Da ist die nächste Haltestelle und die heißt, ich weiß auch nicht, nächster Rebellenstützpunkt. Wollen Sie mitfahren? Sie könnten hier mit... Sie könnten mitfahren. Ja, ich will nur etwas von dir. Was haben die hier wieder gemacht? Ich mache hier ein bisschen Pause. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Können Sie diese Straße bitte freiräumen? Das ist eine Autobahn. Welches MG soll ich mir schnappen? Verstanden. Ach so, das Geschütz hier. Na gut, wenn die meinen. Liebe Leute, leider verspätet sich unsere Ankunft um einige Minuten, weil es gerade ein, militärischen Zwischenfall gegeben hat. Also, die Fahrt darf jetzt weitergehen. Bitte halten Sie sich gut fest. So, Verbindung lösen. Und wir können die Fahrt weiter genießen. Auf der Linie 563. 36. Falls Sie Beschwerden haben, können Sie sich gerne bei unserem Boss unter, ich weiß auch nicht wie, unter Diravellos Seite beschweren oder gehen Sie doch persönlich bei ihm hin. Er wird Ihnen auch gerne sagen, wie Sie das hinkriegen. Und wir müssen da nach unten. Ja, toll. So, dann müssen wir halt irgendwas anderes hier. Wegpunkt setzen. Ich kann hier doch nicht drehen, also wirklich. Dann, keine Ahnung. Hier. Kann ich auch nicht. Dann machen wir halt Wegpunkt löschen. Dann fahren wir hier halt hier. Eine Limousine ist unterwegs, um einen feindlichen Informanten abzuholen. Klau sie und übernimm den Job. Meine lieben Leute, das ist die Brücke von... der sie immer träumen werden. Denn das wird das Letzte sein, was ihr gesehen habt. Nein. Scherz. So. Hey, hier sind einfach Fahrzeuge. Oh.
Okay, sorry, meine lieben Leute. Meine Fahrkünste sind halt nicht mehr die besten. Und meine liebe Leute, meine ich Passagier. Mann, der fährt einfach so lang. Und... Halten! So, liebe Leute, jetzt gibt's eine Talabfahrt. Genau. Und wir waren hier, glaube ich, schon, oder? Es kommt ein Auto. Wir müssen auf die andere Seite. Naja. Ich bin wohl nicht so ein guter Busfahrer, aber wir können auch gerne mal noch eine weitere Folge machen. Oder wann? So, meine lieben Leute, hier ist die Tankstelle. Das ist doch wieder ein tolles Erlebnis, durch die Stadt zu laufen, ohne von Soldaten schikaniert zu werden. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Der läuft hier einfach weiter? Halt! Halt! Es geht wirklich! Soll das ein Scherz sein? Ich kann das auch, das Fahrzeug bewegen. Halt! Ich will auch noch mit! Komischerweise kann ich jetzt nicht so schnell fahren. Oh, das war wirklich die Haltestelle. Oh, 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 oh. Ich finde schade, dass man hier nicht machen kann, dass die einsteigen können. Also, liebe Leute, wir haben unser Ziel erreicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nein, wir fahren natürlich noch weiter ein bisschen hier durch die Stadt. Wenn denn die weiterfahren würden... Ich bin gar nicht hineingefahren. Rico Rodriguez? Tatsächlich. Ich habe ein Tattoo ihres alten Rennwagens. Können Sie jetzt über die Straße gehen? Dieses blöde Auto hier vorne. Seit ich dich zuletzt gesehen habe. Danke für alles, was Sie für uns tun, Rico. Da fahrt einfach... Ne. Mann, fahrt vor... Weiter hier! Muss ich euch etwas schieben? Ist da überhaupt noch jemand drin? Da. Er ist rot. Hä, ja, wieso steht eigentlich der da? Jetzt ist grün, ja toll. Hab ich gesehen? Es ist rot und der andere hält hinten an. Naja, bist ein bisschen zu weit gefahren, aber hast bemerkt, dass da rot war. Ach, ab und zu diese Leute hier bei Just Cause. Verstehe ich nicht. Oh! Das war meine Schuld. Bin zu schnell gekommen, so. Vorne spawnen einfach Busse und so weiter. Ach, der geht schon. Einen anderen Weg.
Wir folgen hier einfach der Straße, meine lieben Leute. Sieht es eigentlich von vorne aus? Ja, keine Beule oder so. Jetzt schon. Man sollte auch immer auf die Straße achten. Hier sind einfach zwei Autos daneben, okay. Meine lieben Leute, wir werden Sie an den Strand hinbringen, wenn Sie... Ich bedanke mich, dass Sie hier mit der Linie 536 fahren. Nächste Haltestelle ist nur noch 2 Kilometer von unserem jetzigen Position entfernt. Leider hat sich hier gerade ein Unfall ereignet. Ich hoffe, Sie... ja, okay. Ich hoffe, Sie werden den nächsten Bus bei der nächsten Station nehmen. Genau. Wir müssen leider das Fahrzeug... Sie müssen leider das Fahrzeug wechseln. Willkommen beim Sperrgelände. Hier sehen Sie unsere Attraktion. Einmal nichts. Und jetzt müssen Sie alle aufsteigen oder sonst explodiert es! Das war die beste Idee des Tages. Das Ding fährt einfach weiter. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wurde vielleicht ein bisschen kurz. Ich fordere hier aber noch ein weiteres... einen weiteren Bus an und werde an der Stelle dann weiterfahren. Ja. Hey, kriege ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? Ja, hier. Wollen Sie noch einen? Hey, Rico, du bist mein Held. Okay, ein Autogramm. Auf die Brust. Pass doch auf. Mal kurz, auf die Brust. Auf die Brust. Genau. Oh, ich finde den super. Oh, ups. War das Tattoo genug? Ist er tot? Gut. Die sieht ja noch sowas von lebendig aus. So, liebe Leute, ich werde Ihnen hier einen weiteren Bus anfordern. Wir werden hier eine kleine Rundfahrt machen. Und ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chess Course 3 Busfahrt Simulator. Vielleicht könnte ich das ja so nennen. Also, macht's gut und tschüss.